Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge. Wir führen uns unsere Forscher und ihre Arbeit besser durch, was sehr praktisch ist, dass noch schneller geforscht werden kann. Danach kommt Zuschuss, dass der erste Forschungstisch kostenlos ist, passiver Forschungsbonus und dann sind so schon mehrere Technologien zu Beginn freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, welche das sein werden. Weil ich habe damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich einen Wirtschaftsprinzen, also einen Fertigungsprinzen gespielt. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Gerade erster Spawnpool ist kostenlos, also die erste Erweiterung des Heimatportals. Und dass mehr Rohstoffe, wenn man mehr Rohstoffe aus Blöcken kriegt, gerade das ist sehr, sehr praktisch gewesen. So. Aber gut, wir starten jetzt in die nächste Mission in Nordmittland, die Magierbasis. Das ist eine Gefahrenzone, wie wir es letzte Mal schon festgestellt haben. Und das ist eines der mächtigsten Zwergenstädte war, aber wir springen jetzt direkt rein, weil den Text habe ich schon mal vorgelesen gehabt. Los geht's. Ja, da sind wir auch schon. Es ist wieder alles recht eng. Stop what you're doing and listen to me. In Ordnung, Zwerge, alle mal zugehört. Unsere Kundschafter haben uns von seltsamen Vorgängen hier in der Gegend berichtet. König Vater sagte dies sei der letzte Ort, an dem die Magier eine Basis errichteten. Wir sollten uns also danach umsehen. Er glaubt ja immer noch nicht daran, was König Vater so zu sagen hat. Oh, hier sollte ich noch nicht reinbuddeln. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen Vergrößerungen machen. Hier vielleicht auch nicht gerade, sondern eher in die Richtung vergrößern. So, dann gucken wir währenddessen erst einmal den Forschungspunkt verteilen, nämlich auf Forschungsschwerpunkt, dass die Forscher effektiver werden. Und vielleicht am besten, damit wir keine Zeit verlieren. Was das angeht, nein, Arbeitsplätze, einen Forschungstisch bauen. Einfach mal hier hinsetzen. Weil wir haben ja schon einen Forscher. Stop dilly-dallying and pay attention. Oh. König Vater meldet sich mal wieder zu Wort. Also ja, wir haben hier einen Forscher, der sich nach oben gewagt hat, warum auch immer. Hallo, könnt ihr mich gut hören? Bitte flunkert mich nicht an, wenn möglich. I'm the prince, and you will hear me. Jawohl, Vater, ich höre euch gut. Sprecht ihr durch diesen roten Kristall? Attention now. Ja, in der Tat. Wie läuft es bei euch? Someone, grab me some food and listen. Wir haben gerade begonnen und bereiten uns nun auf die Durchsuchung des Gebiets nach merkwürdigen Dingen vor. Ich würde einen Entenstapel darauf verwenden, dass ihr tief unten etwas Interessantes finden werdet. Versucht nach unten zu graben. Ja. Also gucken wir mal kurz in die Quests rein. Wir haben merkwürdige Aktivität, findet die Hauptkammer. In diesem Gebiet gehen merkwürdige Dinge vor sich. Wir können die Energie in der Luft förmlich spüren. Wir müssen herausfinden, was hier sein Unwesen treibt, sonst werden wir unsere Heimat niemals wiedersehen. König Vater erzählte mir oft, dass die Anführer von Zwergenclans ihre Thronsäle so tief wie möglich in die Erde bauten. Höchstwahrscheinlich halten sich die Unholde, die hier leben, nun dort auf. Wir sollten wohl die unteren Ebenen dieses Gebietes vordringen, in die unteren Ebenen, und uns dort umsehen. Lass uns aber nicht unvorbereitet so weit in die Tiefe graben. Die zweite Luft. Schaltet die Technologie zweite Luft frei. Wir sollten Zwergengelehrter an Forschungstischen einsetzen, damit wir genügend Forschungspunkte haben, um im Technologiebaum die Technologie zweite Luft freizuschalten. Das sollte unseren Zwergensoldaten im Kampf helfen. Treffsicherheit. Schaltet die Technologie Treffsicherheit frei. Graben. 500 Blöcke ausgraben. Wir sollten Zwergengelehrt, also jetzt bin ich wieder bei Treffsicherheit. Wir sollten Zwergengelehrt am Forschungstisch einsetzen, damit wir genügend Forschungspunkte im Forschungsbaum für die Technologie Treffsicherheit haben. Auf diese Weise halten wir stärkere Fernkampfsoldaten. Jupp. Lasst uns Hempfer beweisen, dass die Zwerge dieses Clans ihr Handwerk auch verstehen. Und was bedeutet das für anständige Zwerge? Genau, sie graben. Lass uns 500 Blöcke ausgraben, damit wir allen zeigen, dass wir was drauf haben. Oh, wir haben hier Steine gefunden. Auch nicht schlecht.
Okay, hier ist nicht sonderlich viel Ackerboden, aus dem wir was rausholen können. Aber ich denke, das wird schon gehen. Wir können ja auch noch ein bisschen in die Richtung graben hier. Hier ein bisschen vergrößern. Aber ich sollte jetzt gucken, dass ich ein bisschen was auf dem Boden anpflanze. So wie immer ein paar Karotten. So. Und... Nein. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zu den Holzpflanzen umswitchen. So. Gut. Da kann sich unser einer Arbeiter dann die Arbeit machen. Wir haben genug Betten. Wir haben unseren Forscher, der arbeitet. Sehr schön. Essen geht noch einigermaßen. Was wir jetzt halt mal bräuchten, wäre vielleicht noch eine Trainingsstatue. Geben sich beide nicht viel. Und am besten rufe ich noch einen zweiten Zwerg, Jungzwerg. Eigentlich brauchen wir doch mindestens einen dritten. Aber im Augenblick, da unsere Nahrungsproduktion noch nicht so richtig läuft. Ich also erstmal warten will, bis ich einen zweiten Arbeiter habe, bevor ich dann den zweiten Forscher hole, sozusagen. Habe ich die Übungspumpe falsch platziert? Hm, scheinbar. Weil das jetzt läuft unser Zwerg los zur Arbeit. So, wir können noch ein bisschen in die Richtung vergrößern, unser Schlaf- und Esszimmer. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht genau. Obwohl ich nachher meine Forschungstische aufstelle. Weil hier reingraben will ich erst einmal, wenn wir mindestens noch einen zweiten Soldaten haben. Oh, wir finden Gold. Sehr schön. Sehr viel Gold sogar. Also grab da schön weiter aus, weil wir brauchen Gold. Wir sind schon ziemlich pleite eigentlich. Also ja, es ist Silber, kein Gold. Aber es bringt uns Gold. Und eigentlich könnte ich mir fast schon vorstellen, dass ich hier in dem Bereich dann die Forschungsabteilung hinsetze. Sozusagen eins tiefer buddel. Dann hier unten einen Esstisch und ein Bett oder zwei Betten hinstelle. Bett und einen Stuhl vielleicht oder zwei Stühle hinstelle. Und ja, hier das Eisen unterm Thron hätte ich auch noch gerne. Genauso wie die Steine hier. Und ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier noch solche Felder finde, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Tja, muss ich halt mit denen auskommen, die ich hier habe. Oh, hier gibt es auch nochmal Steinvorräte. Na, ist doch gleich mal so schlecht. Und ja, hier gibt es definitiv größere Räume als jetzt in der letzten Mission, wo wir immer uns vom winzigen Raum zu winzigen Raum gegraben haben. So, wenigstens scheint mit meinen Bergarbeiter gut aufzuleveln. Ja, mein Forscher generiert jetzt am Anfang nicht wirklich viele Forschungspunkte, weil er nur Level 2 ist. Aber er steigt ja demnächst auf, hoffe ich mal. Ja,
Er kriegt ja immer ein bisschen Erfahrung, wenn er Forschungspünktchen da, sag ich mal, generiert. So, du bist einigermaßen ausgeruht und dann geht's weiter mit Buddeln. Ich verschiebe dann erstmal den Thron und alles von hier drüben. Hier werde ich dann auf jeden Fall nochmal zwei Pflanzen platzieren. Und hier oben vielleicht auch eine, dann haben wir... Na gut. Hauptsächlich Nahrungspflanzen will ich noch platzieren, weil drei Holzpflanzen reichen eigentlich. Wir haben ja am Schluss in der letzten Mission so viel Holz zusammengekriegt, dass das fast schon unnatürlich war. Und ja, unser Forscher hat Stufe 3 erreicht. Sehr schön. So. Ich verschiebe mal den Thron hier rüber. Kurzzeitig, bis wir da das Eisen ausgegraben haben. Dann wird halt der Thronsaal etwas nach unten verlegt. Ich könnte theoretisch auch... Oh, jetzt hat er da schon gegraben. Oh, hier gibt's... Hier unten gibt's noch mehr Steine. Ja, dann sollte ich vielleicht den Thronsaal doch woanders hin verlegen, anstatt ihn hier hinzubauen. Und sollte da meine... Forschungslabore hinstecken. Und hier scheint die Webgrenze zu sein. Ich kann nicht weiter in die Richtung buddeln. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Hm. Wie mache ich das dann am besten? Oh, hier geht's ja tief runter. Oh. Und mein Prinz ist hier unten auch eingesperrt. Das ist nicht so schön. So, jetzt aber. Und ja, er sieht auf jeden Fall ein bisschen stylischer aus mit seinem Schwert und seinem Zepter als vorher mit dem Holzschwert. Gut. Jetzt muss ich mir halt überlegen, wie ich das hier mache. Hier müsste ich theoretisch einen Holzblock hinsetzen und hier ist ziemlich viel, was ich ausgraben könnte. Ich glaube, ich kümmere mich dann erstmal um die Steine hier drüben. Ich muss halt immer noch warten, bis... Oh, meine Übungspuppe kaputt ist. Also ja, hier grabe ich alles aus und errichte, mache hier oben Essbereich und einen Schlafbereich. Das ist so der Plan. Was ich hier mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob ich hier einfach durchgraben soll. Ich könnte dann halt hier drüben den Forschungsbereich hinbauen. Ja, hier ist sehr viel schönes Stein. Sehr viel schönes Stein. Sehr viele schöne Steinvorräte sind hier. Oh, und wir haben einen Forschungspunkt für mehr Erfahrung für alle Zwerge, was wichtig ist. Dass die hier schneller aufleveln, dass du hier schneller auflevelst, dass eigentlich alle schneller aufleveln. Weil ich weiß zum Beispiel nicht, wenn der Arbeiter, der Arbeitszwerg hier höhere Stufe hat, ob er dann mehr Ressourcen aus den Pflanzen rausholen kann.